Hallo und herzlich willkommen zurück, ich hasse mit so einem geilen Hüte, der Benzo hier für euch. Wir werden jetzt direkt starten, actionreich, actiongeladen und... Tot. Muhaha, es ist erwacht. Du, der böse Cthulhu. Ich hab Angst. Nee. Wo ist er? Du hast nicht gerade wirklich Angst. Ja, noch nicht vor dem Auge, nein. Sondern kann vor... Kann ja noch hart nichts. Von deiner Mama, dass sie jetzt vorbeikommt. Oh, fuck. Hier sind gerade die Dinge ausgegangen. Mir ist gerade mein Mana ausgegangen, nein! Tja. Hätte sich da jemand wohl ein bisschen mehr Sterne besorgt, ne? Zum Glück gibt es diese kleinen Augen. Die habe ich vorhin mit Mana abgeschossen. Deswegen hat er gerade ein bisschen Mana gedroppt. Oh, nehme ich gerade überhaupt auf? Ja, tue ich, ne? Ja, tue ich. So, ich habe gar keine Musik am Laufen. Tja. Dann heute doch ohne Musik. Weil ich welche bereit gemacht habe. Ja. Und ich habe endlich Premium aufgenommen, obwohl ihr das eigentlich schon längst wisst. Hoffe ich mal, dass ihr die Ender Games Folge gesehen habt. Und ich hoffe, dass ist ihr auch... Healing Potion reingepfiffen? Ach Ben, da musst du mir auch noch gleich den Link für das Terraria-Video senden. Da musst du mir nachher, da musst du mir, wenn du das Terraria-Video veröffentlichst, auch noch den Link senden, ne? Welchen Link? Na, für das Video. Oh, er verwandelt sich! Cthulhu verwandelt sich! Und oh, wie viel Gott. Der Nacht ist? Nicht mal die Hälfte. Diese Transformation darf man ihm nie ins Maul springen. Etwas, was ich gerade die ganze Zeit mache. Ich kann auch keine Healing Potion trinken. Nein! Noch 15 Sekunden überleben. Komm schon, einfach in die Richtung da rennen. 14. 14 durch 2 ist 7. Nein, 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 nein. 5, 4, 3, 2, 1. Richtig, genauso will ich es haben. Warum ist hier denn jetzt noch Platz? Fragt ihr euch. Eine Glaswand. Also eine Glasdecke. Wie ich sie mache, weiß noch nicht. Ich hoffe mal, dass ich jetzt das richtig so gemacht habe. Ich will nicht die Map öffnen! Ich will einen Mana Potion trinken! Oh Gott! Bitte verreckt nicht! Nein, Spaß! Bitte verreckt nicht! Nein! Nein! Das Ding hatte noch 210 Leben! Das kann doch nicht wahr sein! Also, wenn ich mir jetzt ehrlich sein soll, ne? Scheiße! Wäre das so ein bisschen peinlich! Peinlich ist es nicht, es ist deprimierend. Oh nee. Und vor allem hätte ich dieses eine kleine Auge, das hier rumgeflogen ist, geschnetzelt, ne? Hätte ich wieder ein bisschen Leben dazu bekommen und hätte es wieder geschafft. Och nein. Ist das richtig? Ja, das heißt, wir machen die andere Variante. Ich habe ja natürlich immer nur Plan auf Lager. Vor allem, wenn dieses dämliche kleine Auge nicht die ganze Zeit rumgeflogen, hätte ich das sogar noch länger überlebt. Och nee. Oh mein Gott, ich war ja jetzt auf Klassenfahrt, wie ihr wahrscheinlich schon gecheckt habt. Obwohl das eigentlich jetzt schon ein bisschen länger her ist, also für euch. Das Video kommt natürlich jetzt auch ein bisschen später. Grabstein lassen wir da stehen als Erinnerung an den... Alter. Bist du jetzt mal so eine ganz spontane Frage? Bist du jetzt angepisst? Ja. Ja. Weil ohne Scheiß, weil das war sehr unnötig. Weißt du, ich war kurz vor fertig und dachte, okay, du nimmst jetzt einen Mana Potion mit Speed-Taste M, was ja die Speed-Taste für die Map ist. Drücke auf M, die Map öffnet sich, ich stehe da rum und krieg Damage. Och nee. Ich glaube, mit diesem Mana Potion hättest du es vielleicht sogar wirklich noch geschafft. Hätte ich auch.
Weil, weißt du, so eine Attacke von mir macht an die 20 Damage und die geht zweimal durch ihn durch. Also zweimal pro Schuss und die Schüsse kann ich ziemlich schnell hintereinander absetzen. Also ich hätte den gekillt, hätte ich einen Mana Potion gekriegt. Nein, ich hab's verkackt. Nein, der Binder muss ja idiotisch sein. Ja, vor allem, ich hätte mir die Mana Potion vielleicht vorher irgendwie nach oben legen sollen. Statt die Fackeln, aber... Und vorher vielleicht mal ausleuchten hier. Wäre auch nicht schlecht gewesen, aber... Da hat die Inkompetenz bei mir zugeschlagen. Und du kriegst Da hat sie richtig getroffen, ne? Oh ja, aber wirklich, ich bin... Och nee. Vor allem war das das einzige Auge, das ich bekommen habe. Oh, leck mich am Arsch. Aber die Frage, die sich mir stellt, wenn du das jetzt noch aufnehmen würdest, wie hättest du ihn besiegt? Bumeranlack, wahrscheinlich. Ich sag's dir ganz ehrlich, die haben den hochgepult. Mit dem Boomerang machst du dem jetzt maximal noch 10 Damage. Das hätte also eine Weile gedauert. Das hätte keine Weile gedauert, das hätte die Nacht gedauert. Das hättest du so schnell nicht hingekriegt alleine. Oh, hast du etwa mit Boomerang versucht anzugreifen oder was? Ja, zwischendrin, als mein Mana leer war und ich gewartet habe, dass er wieder auffüllt, weil ich die Mana Potion halt vergessen habe hochzulegen. Aber zum Schluss nachher wollte ich einen Mana Potion nehmen und bin auf die Couch gegangen. Tja. Naja, ich hätte wahrscheinlich mir vorher wahrscheinlich irgendwas. Ich wäre noch ein bisschen rumgegangen. Also, obwohl ich jetzt schon die Plattform baue. Ach, ich will jetzt Singleplay, das heißt, alles steht still, sobald ich irgendwo anders hinwechsel. Oh, das tut mir leid. Da habe ich von vorn gewechselt. Scheiße, das tut mir leid, aber ich werde das jetzt auch nicht ändern. Nee, hätte ich nicht. Tja, wie gewonnen wird Zeron, ne? Zum Glück kommt er wieder. Aber ärgerlich ist es trotzdem sehr. Ja. Aber man kann jetzt nichts mehr machen. Jetzt ist es halt so. Die Nacht hat jetzt auch schon das Ende. Richtig? Nö, nicht mal annäherungsweise. Ich hätte tatsächlich noch so viel Zeit gehabt. Ich hätte einfach wegrennen sollen in Richtung Crimson Gebiet. Aber da wäre nachher die Icing Mongus gekommen und hätte mich angegriffen. Hattest du nicht sogar gesagt, okay, jetzt renne ich einfach in die eine Richtung? Ja, bin ich auch. Bin ich auch, aber nur eine Weile. Und dann habe ich mir nachher gesagt, okay, das bringt nichts. Also lass es lieber. Hat's was gebracht jetzt wirklich? Oder nee, wirklich? Nein, das hat wirklich nichts gebracht, wegzurennen, weil das Auge war schneller. Ah, gut, dann. Und dann kam auch noch so ein Mini-Auge entgegen und dann habe ich mir gedacht, okay, bevor du jetzt von dem auch noch nebenbei Damage kriegst, das war nachher auch das, was mir so hart die Nerven penetriert hat. Rennst du mal lieber straight wieder zurück. Habe ich dann auch gemacht. Hat nicht gut geklappt. Sind gestorben. Und da starb dann auch noch die Hoffnung. Nee, die Hoffnung ist noch nicht tot. Den werden wir natürlich noch schätzen. Ich meine, hallo, der war auf 200 runter und hat beim ersten Versuch. Wenn du dich erinnerst, wie geil lang wir gebraucht haben, als wir das erste Mal gemacht haben, also das war schon ein schöner, netter erster Versuch, aber halt nur ein Versuch. Hast du nicht sogar auch gesagt, das ist nur ein Versuch? Ja. Ja. Dann weiß man ja wenigstens. Der erste, okay, also wir haben jetzt beide, die beiden ersten Mob-Bosses schon mal probiert. Hä? In der einen Folge, wo mein Mikro so scheiße war, weißt du doch, da habe ich doch schon den Skeletti-Boss. Ach so. Was dachtest du? Du hast schon zwei Mobs. Zwei Mob-Bosses und bei beiden gefailed. Ja, was na gut, beim Skelettboss ist aber auch voraussehbar gewesen, dass ich fehle, weil also wenn du, wenn, das ist eigentlich so ziemlich schon so eine Wahrscheinlichkeit. Fang immer erst mit Cthulhu an, da wenn du Cthulhu nicht schaffst, schaffst du Skelettboss erst recht dich. Fanschnuppe. Wow, jetzt kriege ich nachher genug Mana-Sterne dazu, dass ich so viel Mana-Sterne gehabt hätte. Ich hab's nicht geschafft. Oh nee. Das Schicksal will mich hart verarschen. Und wir wissen jetzt auch nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn du noch ein bisschen gespart hättest und erst noch ein paar Mana-Sterne geholt hättest. Das weiß man jetzt ja nicht. Doch, das wäre besser ausgegangen. Ja, natürlich wäre das besser ausgegangen. Was habe ich? Ich meine mal, was willst du erwarten? Schlechter oder was? Oh, jetzt habe ich mehr Mana. Oh, jetzt verkacke ich das erst recht. Natürlich. Ja. So, rein logisch. Ja, klar. Natürlich war das jetzt nun kein Beispiel, das war natürlich klare Ernstsache. Ja, das ist der pure Ernst des Lebens. So, und wir arbeiten jetzt schon mal an unserem Hotel.
die ganzen Leute einziehen sollen. Ich hoffe, die Nörse kommt bald. Ach krass, mit Steuerung kann ich direkt auf meine Fackeln gehen, oder was? Oder auf alles, was da hinten liegt. Warte mal, das probieren wir mal aus. Nee, mit Shift gehst du direkt auf deine Fackeln. Das war schon immer so. Ernsthaft? Boah, das hätte die Höhlentouren bisher aber erheblich einfacher gemacht, wenn mir das mal jemand erzählt hätte. Jetzt sag mir ernsthaft nicht, du hast es nicht gewusst. Nein, habe ich nicht. Das hast du mir sogar noch früher erklärt. Ernsthaft? Ja. Ich wusste davon. Na, jetzt denk mal wieder so, hey, hab ich doch gar nicht. Nee, ist auch so, ich dich. Aber ist wirklich so, du hast mir das erklärt. What the fucking hell? Ja, Kurzzeit, liebe Leute. Kurzzeit. Naja, Kurzzeitgedächtnis würde ich jetzt nicht nennen, ne? Doch, ich habe Kurzzeit tatsächlich. Zwar minimal Kurzzeit, aber wirklich schon Kurzzeit. Das ist jetzt aber nicht mehr so kurz, ne? Also wir haben jetzt schon lange Zeit nicht gezockt. Ja, das sicherlich, aber Kurzzeit ist halt auch im Allgemeinen so. Also ich kriege ziemlich oft Déjà-vus und das sollte hauptsächlich daran liegen, dass ich ziemlich schnell Sachen vergesse, die ich mir schon quasi geistig vorgestellt habe, weil, weißt du? Stell dir vor, du freust dich auf ein Ereignis, du malst dir das schon aus und denkst dir, wie das werden kann, ne? Das mache ich gerne und oft mal. Aber ich vergesse das und wenn das Ereignis denn tatsächlich so in der Art wird oder so ähnlich, dann denke ich, what the fuck, Déjà-vu? Das passiert mir auch immer öfter mal. Vor allem, wenn du von irgendwas geträumt hast, ne? Und du das dann nochmal erlebst. Oh, das ist mir bis jetzt eigentlich schon mal einmal passiert. Das passiert mir so oft. Ohne Kack. Aus dem Fischen kann man sich schön was machen. Lecker, lecker. Das machen wir aber später. So, jetzt verfrachten wir erstmal unsere ganze Kistenordnung nach oben und benennen unsere Kisten schon mal. Wie kann man die benennen? Das ist da in der Leiste, wo auch schnell stacken steht. Achso. Das ist jetzt einfach da ein neues Tool. Quasi. Achso. Oh nein, ich wollte dich einen weiter hinten platzieren. Da. Hier oben packen wir die ganzen Special-Truhen rein. Und hier die ganze normale Kacke. Normale Kacke. So. Und in die Special-Truhen oben, was packen wir da denn alle rein? Ich würde sagen, perfekt. Die die Spinnentruhe ist für unsere Tiersammlung. Und die packen wir jemals ein Tier. Ich bin jetzt fast fertig mit meinem Blumenladen endlich. Und das Wasserding ist für unsere Angeltruhe. Alles, was wir da geangelt haben, unser Angelzeug, das alles kommt da rein. Genau, dann haben wir zwei spezielle Truhen jetzt schon mal. Die Goldtruhe und das andere Ding holen wir uns auch gleich mit hoch. Dann können wir denen auch schöne Häuser einrichten. Also sagen wir, ich weiß jetzt nicht, ob das Ost oder West ist. Auf jeden Fall das Viertel da links wird dann das Viertel für Kisten und das Viertel rechts wird dann für die Leute. So, alle rausgenommen, was möglich ist. Kisten benennen machen wir dann gleich mal oben. Achso, jetzt habe ich den wieder mit dabei. Umbenennen. Web Covered Kiste? Nein, das ist... Oh, das ist toll. Mein Dings wächst. Die Tiersammlung. Huch, okay, man müsste vielleicht auch Enter drücken. Ich habe eben was richtig Perverses gesagt. Mein Dings wächst. Hier. Und wenn man richtig falsch denkt, denkt man, da wächst was in meiner Hose. Also bei dir in der Hose was wachsen könnte. Water Chest. Angelzeug. In die Kiste. Warum argumentierst du nicht dagegen, wenn ich was da Böses sage? Weil es so ist. Achso, du hast nichts. Okay, du hast nichts in der Hose. Doch, das, doch. Das war jetzt, doch, nein, das war jetzt ein offenes. Das machst du gerne, das Geräusch, wa? Machst du richtig? Ja, tu ich. Genau das tue ich. Alter,
Und ich weiß hoffentlich, ich hoffe eigentlich auch, dass du weißt, dass das bedeutet, dass du einfach mal deine Fresse halten sollst. Du weißt, dass das alles Shit. Ja, das weiß ich auch. Ah. So, das ist jetzt Tränke. Da packen wir jetzt unsere Höhlenforscher-Tränke und unsere Trinkheit-Tränke. Jetzt haben wir schon mal einen schönen guten Weg, schön lang. Aber ich sag's ganz ehrlich, hätte ich nicht auch noch die besseren Heiltränke gefunden, also die normalen, nicht die schwachen, hätte ich das auch nicht überlebt, weil der hat mir glatte 100 wiedergegeben, zweimal. Also, danke. Okay, und ich sleep it nicht. So, mit dir machen wir jetzt... So, einfach nur, weil ich jetzt hier keine Hobbys habe, gehe ich jetzt auch und strip meine. Strip meins wieder so toll wie letztes Mal. Ich habe mir die Folge angesehen, du Arschfreunde. Das ist sogar runtergeschrieben. Ja, tolles Strip mein, die ganze Zeit durch Höhlen rennen, ey. Ich denke mir so, wow, so Strip mein will ich auch mal. Bruchsteine? Bruchsteine sind Cobblestone. Alter, klingt das behindert. Sind halt Bruchsteine. Guck mal, meine Bruchsteine, Mann. Ich sag dazu nichts. Oh, das ist das Falsche. Ich hätte wieder einen dummen Spruch reißen können, aber ich hab mich zusammen. Ach, das steht jetzt auch, wenn man drüber geht. Ich hab eben auf der Piratensprache gehabt. Pflanzen, Tränke, Tiersammlung, Angelzeuge. Schön. Mhm. Geilo. Geilo. Schmackopazio. Oh, den Schmetterling da oben haben wir, glaube ich, noch nicht. Ey, komm runter. Ey. Ich würde sagen, ich baue jetzt einfach mal mein Lager. Aber zuerst checke ich die Uhr und wir haben schon 19 Minuten. Also, doch eine Minute bis zum nächsten Mal. Habe ich auch schon 19 Minuten? Da ist die Tiersammlung. Warte mal, wir legen erstmal den Julia-Butterfly. Okay, ich würde mal sagen, ich sage jetzt einfach mal zu meinen Zuschauern. Nee, wir haben nur 17 Minuten. Dann warten wir nochmal kurz. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ne? Tschö. Tschö. Und dann stoße ich gleich bei dir mit dazu, ne? Du bist kein Bock mehr, nein, Spaß. Ne? Bei Dings, bei Singleplay. Machen wir hier mal ein bisschen Ordnung gerade. Ich sortiere noch schnell Kisten. So gut es geht in der Zeit jetzt. Schnauzeangler. Halt, eine Gold packen wir jetzt rein. Schnell schaffen. Jetzt haben wir schon 6 Gold. Weniger als Flo verloren hat. Bei seiner komischen Tour da. Wie könnten wir diese Tour nennen? Ich bin ja stark für... mal sehen, was brauchen wir noch? Material. Damit sind so Baumaterialien gemeint. Also packen wir da den Cobblestone rein, den Schnee packen wir da rein. Ich nenne da trotzdem Cobblestone. Lehm packen wir da rein, Drecksblöcke packen wir da rein. Ach komm, jetzt scheiß drauf, Alter. Dann Glibber packen wir da rein. Betebrä packen wir da rein. Linsen packen wir da rein. Leuchtstäbe packen wir da rein. Shuriken packen wir nicht da rein. Shuriken sind Waffen. Okay, dann würde ich sagen, holen wir noch den Rest. Kack aus der Goldruhe und dann... Zieh mal ein bisschen durch. Ich bin dabei. Oh, geiler Stoff. Voll die Drogen erstmal genommen, ne? Ja, erstmal durchziehen, hast du gesagt. Hab ich mir erstmal einen Joint genommen und durchgezogen. Achso, okay. Moment! Pass auf. Weg damit. 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 Wir nehmen jetzt erstmal die Tiersammlung. Vogel, Ente, Kardinal, blauer Jay, Bunny, Squirrel, Teal Mushroom. Gehört nicht zur Tiersammlung. Oh, den Rest einfach so. Ben! Ja. Beende jetzt einfach die Aufnahme und komm. Nein, ich muss noch zu Ende sortieren. Ah! Da kommt jetzt ein Häschen hin, so hin, da kommt die Ente hin. Ne, Quatsch, Vögel kommen jetzt in die letzte Reihe. Ente, Kandidat,
Blauer Jay. Bei mir steht oben Vogel. Bei Minecraft Super means loser in Schwedisch. Das heißt doch Super heißt loser in Schwedisch, ne? Jetzt sind wir schlauer. Komm du Super. Wieso denn so gemein? Du bist ein Super. Pa. Du bist ein Fauxpas deiner Mama. Pa. Ach übrigens, ich kenne das Texture Pack, das du hast. Das ist geil. Doku Craft ist geil. Jetzt zieh durch. Ich bin doch dabei. Ich muss jetzt wieder nach oben rennen. Ja. Mit mal Angelzeugs. Da müsst ihr noch mit rein. Lass mich nicht zu von wegen, ich soll hinmachen. Man weiß, auf wem die Mucke schon leicht auf die Eier geht. Ey, hast du nicht neulich erst gesagt, die Musik ist geil? Ja, im Schneebiom. Ja, und ich hab mir so nur so gedacht, ne, ey, nee, ey, Terraria-Mucke finde ich total scheiße. Ohne Scheiß, im Schneebiom ist die Musik ja wohl mal mega geil. Ich liebe die so. Alter, sieht das geil aus. Brenne, mein Skelett, brenne! Oh, mein Nacken! Oh, ich sitze schon wieder schräg. Brenne, so brenne. Okay, und jetzt. Warte, gleich ist die Goldtruhe leer und gleich haben wir sie mit nach oben verfrachtet. Ich warte mit meinen Schwimmflossen schnell nach unten und hol sie ab. Türe zu, Türe zu, Türe zu. Oh, da ist ein Schmetterling, den habe ich noch nicht. Ulysses Butterfly. Unsere Tiersammlung tönt sich langsam. Das ist ein Vogel, den habe ich schon. Das sind jetzt, Waffen plus Statuen. Ich glaube, ich habe Statuen falsch geschrieben. Nee, habe ich nicht. Statue, 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 Statue. Das ist ein Grabstein, der Obelisk, aber den nehmen wir mal als Statue. Waffe, Waffe. Ja, komm, hier so Style-Items für die Wohnung nehmen wir mal auch raus hier. Das ist Waffe. Das ist Bombe, die nehmen wir mal auch als Waffe. Das ist ein Regenschirm, den nehmen wir mal hier als Accessoire. Das ist Material. Das ist Material. Das ist Material. Das ist Waffe. Das ist Material. Kommt auch dahin. Kommt auch noch rüber. Gleich geschafft. Gleich durch. Jeden Moment. Warte kurz. Ist gut. Ich mache hier noch gerade was Lustiges. An deinem kleinen Dödel rumschickt. Das war ernst gemeint. Noch mal das hier. Hab ich denn jetzt Potions? Da unten sind Potions. Trank, Trank, Trank. Und damit sind wir durch. Habt ihr es überstanden? Wir sind mit dem Sortieren durch. Wir können jetzt erfolgreich diese Aufnahme beenden. Ich gehe jetzt zu meinem Bett. Schön hier. Inzwischen haben wir jetzt auch ein Tungsten Helmet. Wir haben die Climbing Claws. Wir haben eine Fessel mit einem Abwehr. Wir haben eine Flosse, die uns zusätzlich Schaden gibt und uns befähigt zu schwimmen. Wenn wir mal bloß auf sie hören würden. Dann macht's gut, Leute. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Hero wieder. Tschüss.